Haben diese Kinder, ihre Eltern, Großeltern, wir wollen euch heute ein Märchen erzählen und auch ihr sollt noch nicht spielen bei den Märchen. Ich sage euch aber noch nicht, welches Märchen das sein soll. Es war einmal ein König, der lebte in einem wunderschönen großen Königreich. Aber er war sehr traurig. Seine Tochter, die Prinzessin, konnte nicht mehr lachen. Sie hat seit langer, langer Zeit gar nicht mehr gelacht. Und viele Leute aus nah und fern kamen zu dem König und wollten die Prinzessin zum Lachen bringen. Aber es ist niemand gelungen. Da sagte der König, wer das schafft, meine Tochter zum Lachen zu bringen, dem verspreche ich das halbe Königreich und die Prinzessin zur Frau zu nehmen. In diesem Königreich lebten auch drei Brüder, Hans, Kunz und Klaus. Und Klaus war ein Schuster, ganz fleißig und ganz lieb. Und eines Tages ging Klaus in den Wald, um Holz zu holen. Dort traf er ein Mütterchen. Und das Mütterchen sagte, Klaus, ich bin hungrig und durstig. Gib mir etwas zu essen, etwas zu trinken. Und Klaus sagte, ich habe nicht viel, aber das wenige, was ich habe, möchte ich gerne mit dir teilen. Und beide saßen letztens auf dem Baumstamm und aßen den Kuchen und tranken den Wein. Und als Klaus sich umdrehte, war das Mütterchen verschwunden. Er nahm die Axt und sagte, dann werde ich den Baum weiter fällen, bis er umfällt. Dann nahm die Axt, der Baum fiel um und wisst ihr, was in dem Baum war? Ja. Er schaute nochmal und schaute nochmal und das könnt ihr jetzt selber sehen, was in dem Baum stand. Die goldene Gans. Eine goldene Gans. Eine Gans, ganz aus Gold. Ganz, ganz. Habe ich in den Wurzeln gefunden. Was mache ich denn jetzt mit dir? Ich muss noch in den Wald und muss noch Holz schlagen. So setze ich dich jetzt erstmal ab. Schmetterling, 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 tralalalalala, 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 Schmetterling, Schmetterling. Was hat sich denn da verlaufen? Nein, sag mir doch, hat mich so ein wunderschönes, liebes, goldenes Vögelchen. Nein, sag mir doch, wie gehört denn dieses goldene Gänschen? Oi, was für ein Schrimp, ein Wundwerfer. Sag mal, und ist sie wirklich ganz aus Gold, aus Gold? Und jede Feder, ist jede Feder aus Gold? Ich hätte so gern eine Feder. Bitte gib mir doch eine Feder. Ha! Ich klebe fest. Ich klebe fest. Ich komme nicht mehr. Ei, was ist das? Was ist das nicht? Thank you.
Wir in die Welt hinaus. Dann dürfte jeder noch eine goldene Feder mit nach Hause nehmen.